Willkommen zurück, Ziffer. Schön, euch zu sehen. Die meisten Leute in der Schattenstadt wollen flüchten. Spione, Attentäter. Freiheit ist der einzige Grund, weswegen sie dem Imperium helfen würden. Aber mir bietet der imperiale Geheimdienst nicht die Freiheit an. Wisst ihr warum? Ihr seid verrückt. Euch freizulassen wäre ein schlimmer Fehler. Der imperiale Geheimdienst hat Angst, mich freizulassen. Aber die Wächter wissen, dass meine mentale Konditionierung einsetzt, wenn ich die Hilfe verweigere. Wenn ich den Befehl eines Vorgesetzten missachte, bekomme ich tagelang Kopfschmerzen. Ich kann euch also auch gleich helfen. Das schmerzt weniger. Konditioniert der Geheimdienst auch andere? Oh ja. Aber ich weiß, ihr wollt sicher direkt mit dem Auftrag weitermachen. Da die Überwachung steht, konnte ich die Aktivitäten von WorthGen überprüfen. Die Ergebnisse sind sehr informativ. Sie stellen tatsächlich Cyclone her. WorthGen ist kurz davor, eine große Menge des Serums auszuliefern und zu verbreiten. Sie bringen das Cyclone zu anderen Zellen des Netzwerks. Genau das ist der Fall. WorthGens Geschäftsführung erwartet einen Besuch der Eigentümer. Dabei wird das Cyclone übergeben werden. Die Sicherheitsvorkehrungen werden erhöht, Mitarbeiter heimgeschickt, interne Verteidigungseinrichtungen aktiviert. Wenn ihr euch unbemerkt einschleusen könnt, findet ihr die Anführer der Terrorzelle. Dann können wir die Terroristen ausschalten und das Cyclone vernichten. Eine gute Lösung. Aber ihr müsst vorsichtig vorgehen. Mit ein wenig Arbeit könnten wir aus Panzerung, Implantaten und holographischer Technologie eine kybernetische Tarnung herstellen. Ihr würdet wie ein Klasse-5-Druide aussehen. Die meisten Sicherheitsvorkehrungen überprüfen einfache Druidenarbeiter nicht. Mit einem solchen Tarnsystem könntet ihr ungestört bei WorthGen hereinspazieren. Ihr erwartet, dass ich als Undercover-Druide arbeite? Das ist der einfachste Weg, ins WorthGen-Gebäude zu kommen. Eigentlich ist es auch der einzige Weg. Ich habe die Systemkomponenten schon zusammengesucht. Jetzt müssen nur noch die kybernetischen Elemente implantiert werden, die eure Lebenszeichen verstecken. Ich kann euch vor dem Eingriff ein Schlafmittel verabreichen. Sonst können wir beginnen. Es sollte nicht lange dauern. Ich lasse mich von euch keinesfalls betäuben. Wie ihr wünscht. Ich arbeite so schnell es geht. So. Ich habe 3 Implantate in eure Wirbelsäule eingepflanzt. Der Schmerz sollte bald vorbei sein. Gratuliere! Von jetzt an geht ihr als Maschine durch. Getarnt als Droide. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Zellenanführer werden schon bald bei WorthGen eintreffen. Ihr solltet zu dem Treffen gehen und alle ausschalten. Ich kontaktiere euch später zur Bestätigung. Viel Glück, Ziffer.
Nachdem wir die Testergebnisse erhielten, nahmen wir einige Modifikationen vor. Das Serum wirkt nun länger und die Nebenwirkungen treten erst später auf. Es ist aber immer noch tödlich. Was wir auch tun, Cyclone verbrennt einen von innen heraus. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Die Männer und Frauen, die das Serum nehmen, wissen, dass sie ein Opfer bringen müssen. Dies ist ein wichtiger Tag für uns. Für unseren Kampf um die Freiheit habt ihr eine neue Waffe geschaffen. Eine, die uns sehr nützlich sein wird. Es ehrt uns, so etwas vom Adler zu hören, Sir. Ihr könnt auf Verfgen zählen. Wie wollt ihr weiter vorgehen? Ihr und eure Männer werdet Cyclone an die Zellen verteilen und weiterhin Nar Shaddaa überwachen. Verfgen wird unter eurer Kontrolle bleiben. Raitin Predot wird sich weiterhin um das Geschäftliche kümmern. Ich weiß euer Vertrauen in mich zu würdigen, Sir. Die Schmuggler warten bereits. Sobald wir hier fertig sind, bringe ich ihnen das Serum. Ausgezeichnet. Wenn wir Verfgen erneut benötigen, kontaktiere ich euch. Ansonsten lasse ich euch freie Hand. Übertragung beendet. Habt ihr ihn gehört? Schnappt euch das Serum und geht. Raitin. Verzeihung, Sir. Ich habe einen Sensorscan durchgeführt und mit dem Droiden dort stimmt etwas nicht. Ich kenne ihn nicht. Hier im Konferenzraum hat er jedenfalls nichts zu suchen. Ich erledige nur die mir zugewiesenen Aufgaben, Meister. Das ist kein Droide. Ich kann das Hologramm unterbrechen. Sieht aus, als hätten wir einen Gast. Heißen wir ihn willkommen. Giotto, wir können hier keine Schießerei anfangen. Was sollen wir den Angestellten sagen? Jeder, der zu Verfgen gehört, kann gehen. Die Leute vom Adler bleiben. Ich danke euch. Nichts davon war unsere Idee. Erbärmlich. Da wir nun ungestört sind, nehmen wir die Sache in die Hand. Mit den internen Verteidigungssystemen stimmt etwas nicht. Ich erhalte keine Antwort. Sichert das Gebäude und lasst niemanden entkommen. Jeder, der einen Cyclone-Schub will, nehmt ihn. Aufnahmefunktion aktiviert. Selbstdiagnose? Kritisch. Ich werde sterben. Ich sehe die Frau, die mich töten wird. Ein Cyborg. Wie praktisch. Ihr habt die Zellenanführer ausgeschaltet. Jetzt müssen wir jede Spur ihrer Operation verschwinden lassen und verhindern, dass sich ihre Anhänger neu sammeln. Die Kommunikationsschnittstelle der Terroristen. Ein System, mit dem sie Treffen arrangieren, Geheimnisse speichern und Propaganda verbreiten, muss zerstört werden. Der Mann zu euren Füßen ist unsere Gelegenheit. Er ist eine Person, nicht eine Gelegenheit. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Wir können sein computerverbessertes Hirn benutzen, um das Netzwerk zu finden. Ihr müsst mich zu seinem kortikalen Implantat führen. Was? Das könnt ihr nicht machen! Irgendwo in seinem Kopf muss eine Standardschnittstelle sein. Verbindet euren Holo-Kommunikator und ich kann die Daten in seinem Hirn hacken. Bitte, ich erzähle euch, was ihr wissen wollt, aber hackt nicht mein Hirn! Ich will euch nicht verletzen. Kooperiert und euch geschieht nichts. Das Netzwerk ist im Netzzugriff. Die Droiden beschützen es. Wir können nicht sicher sein, dass er die Wahrheit sagt. Gitter 7 Alpha, Modul 5, bitte lasst ihn nicht in meinen Kopf. Wenn ihr euch aus dem Gebäude schleppen könnt, seid ihr frei. Ich verstehe. Aufnahmefunktion beendet. Ihr seht mich nicht wieder. Hoffentlich war es kein Fehler, dem Wort eines Terroristen zu trauen. Der Netzzugriff ist ein Labyrinth aus Computern und Holonetzempfängern. Wenn das Netzwerk wirklich dort ist, könnt ihr es zerstören. Ihr müsst an den Sicherheitsdroiden der Zelle vorbei, wenn ihr es erreichen wollt. Das sollte für euch machbar sein. Wenn ihr dort seid, schaltet das Terminal ab. Dann wird die Terrorzelle auf Nar Shaddaa aufhören zu existieren.
Gratuliere, Ziffer. Ihr habt der Terrorzelle den Gnadenstoß versetzt. Die Überlebenden werden sich nicht mehr sammeln können. Die Verbindung zum Netzwerk des Adlers wurde unterbrochen. Die Sache hat nur einen Haken. Die Zerstörung des Netzwerkknotens hat das Holonetz erschüttert. Die Sicherheitssysteme der Schattenstadt sind kurzzeitig ausgefallen. Ich habe die Gelegenheit genutzt und bin geflüchtet. Die Flucht war von Anfang an euer Ziel. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst meine Möglichkeiten erweitern würde. Den Fluchtplan habe ich aber erst gefasst, als ich euch traf. Verdammter Sohn eines... Bald wird einer eurer Wächter den Fehler bemerken. Ihr werdet mich dann suchen, jagen müssen. Aber ich will euch nicht als Feind. Erzählt eurem Wächter, dass ich noch immer gefangen bin. Sobald ich in Sicherheit bin, teile ich meine Geheimnisse mit euch. Ihr werdet alles erfahren, was der Geheimdienst den Ziffern vorenthält. Was für Informationen könnten das wohl sein? Wollt ihr die Details zum Genetikprogramm, aus dem Wächter 2 und ich hervorgegangen sind? Die Decknamen eurer Freundin, Kalio Janis? Schäbiger Mistkerl. Ihr glaubt, ihr könnt spielen? Ihr seid tot. Ihr seid so tot. Sie gehören euch. Die ganzen Geheimnisse. Ihr müsst mir nur helfen, von Narshadar zu flüchten. Wenn ihr glaubt, ihr könntet mich manipulieren, verschwendet ihr eure Zeit. Es tut mir leid, dass ihr so denkt. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zu meinem Schiff. Eure Vorgesetzten kontaktieren euch gerade. Auf Wiedersehen, Ziffer. Ziffer 9, hier ist Wächter 2. Ich leite dieses Gespräch durch ein halbes Dutzend städtische Subsysteme. Wir haben mehrere Nachrichten der Terroristen abgefangen, in denen von der Zerstörung eines Unternehmens namens VerveGen die Rede ist. Ich habe Agenten losgeschickt, die die Unternehmenssysteme nach weiteren Daten durchsuchen. Anscheinend wurde die Zelle auf Narshadar neutralisiert. Entschuldigt, ich verstehe euch nur schlecht. Wenn ihr noch etwas zu sagen habt, tut es schnell. Verstanden. Erhöhe Signalstärke. Bei der Überwachung ist mir eine ungewöhnliche Netzwerkaktivität aufgefallen. Es ist möglich, dass das Sicherheitssystem der Schattenstadt durchbrochen wurde. Ich mache mir Sorgen um Wächter X. Er würde einen solchen Fehler sofort ausnutzen. Das wollte ich euch gerade berichten. Er hat mich kurz vor euch kontaktiert. Verdammt! Wir können es uns nicht leisten, einen abtrünnigen Wächter frei in der Galaxis zu haben. Macht euch sofort auf zum Raumhafen. Ich versuche, alle Abflüge aufzuhalten. Aber beeilt euch. Narshadar hält nicht viel von imperialen Befehlen. Ich brauche keinen Rat. Ich werde euch nicht weiter ablenken. Wächter 2, Ende. So gefällt mir das. Bring mir das Schwein um. Seht euch um. Visiert das Ziel an. Überprüft seine Waffen. Offen, versteckt, improvisiert. Jetzt scannt die Umgebung. Hat er Verbündete? Verstecken sie sich? Seid ihr vielleicht sogar in eine Falle geraten? Ihr enttäuscht mich, Ziffer. Ich habe euch Informationen angeboten, mit denen ihr eure Vorgesetzten hättet unter Druck setzen können. Ihr habt vielleicht recht, aber ich traue euren Informationen nicht. Wahrscheinlich ist es mein Fehler. Ich hätte euch die kurz zeigen sollen. Zu schade. Ihr habt mir die Flucht ermöglicht. Aber ich habe kein Problem damit, gegen euch zu kämpfen. Ihr könnt gehen, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Das hier endet nur ohne Gewalt, wenn ihr in die Schattenstadt zurückkehrt. Das werde ich nicht tun. Auf Wiedersehen, Agent. Wir sind am Ende. Kommt, Angriff! Ihr kommt da nicht mehr raus. Das schafft niemand. Ich schätze, das war's. Ich würde ja gern seine Leiche treten,
Aber dann geht die Bombe in seinem Kopf vielleicht hoch. Zu schade, dass er euch betrogen hat. Er hätte uns sonst bestimmt den echten Namen des Aufsehers verraten können. Der Aufseher wäre nicht der Einzige, über den wir etwas erfahren hätten. Viele Leute kennen meine Geheimnisse. Ich komme viel rum, aber keiner kennt sie alle. Ziffer 9, hier ist Wächter 2. Bitte antworten. Ich brauche einen Statusbericht zu Wächter X. Ansonsten gebe ich eine Großfahndung aus. Ich habe ihn gefunden. Wir haben gesprochen. Er ist gestorben. Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Gut gemacht. Ich setze die Sicherheitsvorkehrungen zurück. Alles läuft wie geplant weiter. Um das mal klarzustellen, Ziffer. Ich mag keine Gewalt. Aber ich bin sehr froh darüber, dass Wächter X ausgeschaltet wurde. Hört sich an, als würdet ihr Gewalt doch nicht so sehr verabscheuen. Mir gefällt das Ergebnis. Das ist alles. Ich schicke eine Crew, um die Leiche von Wächter X mitzunehmen. Sein Geist und sein Körper sind imperiale Technologie. Damit ist die Sache abgeschlossen. Die Aufzeichnungen über seine Anwesenheit hier werden gelöscht und ihr seid verpflichtet, über das Thema zu schweigen. Ich spreche euch wieder, wenn ihr auf dem Schiff seid. Hier Ziffer 9, ein Wächter 2. Bitte kommen. Kontaktautorisierung abgelehnt. Dies ist Einheit CR-97 des Imperialen Automatischen Verteidigungskorps. Auf Befehl von Darth Zorit, Lord im Rat der Sith, ist Ihr Schiff hiermit abgeriegelt. Ziffer 9. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, habe ich euch nach Korriban gerufen. Habt ihr etwa nicht begriffen, was für ein Privileg diese Audienz für euch war? Ihr habt mich gebeten, die Leute zu finden, die Lord Yarus töteten, und genau das habe ich getan. Also warum sperrt ihr mich in meinem Schiff ein? Ihr habt mich nicht beeindruckt, Ziffer. Ihr habt mir seit dem Beginn eurer Mission keine neuen Informationen gegeben. Weder zur Ermordung von Darth Yarus, noch zu etwas anderem. Wenn ihr Befehle von mir erhaltet, habt ihr sie auszuführen. Oder ich lasse euch und allen, die euch kennen, bei lebendigem Leibe die Haut abziehen. Verstanden? Meine Befehle kommen vom Aufseher, nicht von den Sith. Eigentlich sollte ich euch für diese Frechheit töten. Aber ihr seid nützlich. Also töte ich wohl besser den Aufseher. Also, meine Kollegen im Rat der Sith haben mich akzeptiert. Aber sie respektieren mich noch nicht. Nicht so wie meinen Vater. Um meine Position zu sichern, muss ich die Geheimnisse meines Vaters kennen. Die Mysterien, die Darth Yarus mir nie beibringen wollte. Ich glaube, euch schwimmen die Fälle davon. Wie könnt ihr es wagen? Ihr seid kein Sith und schon gar nicht mein Vater. Ich war seine einzige Schülerin. Aber er hat sogar machtblinde Berater seiner eigenen Tochter vorgezogen. Natürlich sind die meisten seiner Berater mit ihm auf der Dominator gestorben. Aber nicht alle. Yord Yanol war nicht dabei. Er floh nach Nar Shaddaa. Glaubt ihr, dass Yanol etwas über die Terroristen weiß? Das ist zumindest möglich. Vielleicht hat er für ihre Sache gekämpft oder sich mit Yarus Rivalen zusammengetan. Aber das spielt keine Rolle. Meine Quellen haben sein Versteck ausgemacht. Ihr werdet ihn finden und zu mir bringen. Wir sprechen uns dann wieder.
Wie stark bist du jetzt? Verschwindet. Ich habe euch nichts getan. Ich habe auf dieser Staubkugel nichts berührt und mit niemandem gesprochen. Nehmt das Nötigste mit und folgt mir. Wir bleiben nicht hier. Unverschämtes Kind! Berührt mich nicht! Bleibt zurück! Der Rat der Sith hat euch angeheuert, nicht wahr? Oder die Galaktische Republik? Der Mikrosa-Orden? Die Hutten? Es spielt keine Rolle. Mein Meister ist tot. Darth Yadus ist von uns gegangen. Ich habe niemanden mehr, den ich verraten kann. Ihr sollt auch niemanden verraten. Darth Zorrit schickt mich. Zorrit? Das idiotische Mädchen glaubt, sie ist ihrem Vater ebenbürtig, was? Ihr versteht wirklich nicht. Lord Yadus muss Vorbereitungen für seinen Tod getroffen haben. Er war Macht, Feuer und Genie. Ich bin sicher, dass direkt nach seinem Tod sein Notfallplan in Aktion getreten ist. Alle, die Lord Yadus je berührt hat, werden vernichtet werden. Und das möchte ich mir ersparen. Was für ein Notfallplan? Ich weiß nicht, was er vorhatte. Aber Yadus würde seinen Tod niemals ungerecht lassen. Ich werde nicht mehr Teil der Pläne des Meisters sein. Nie mehr! Er lebt noch, aber er wird nicht so bald aufstehen. Jetzt müssen wir ihn zum Schiff schleppen. Schnappen wir ihn uns und gehen wir. In Ordnung. Ich dachte, so ein hochrangiger Berater hätte ein paar mehr Credits dabei. Es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe mir erlaubt, Ihr Quartier neu zu streichen. In derselben Farbe natürlich, nur neu. Ihr Aufseher an Ziffer 9. Wenn ich das richtig sehe, spielt ihr den Boten für Darth Zorrit. Ich bin nicht in der Position, die Angelegenheiten eines Mitglieds des Rats der Sith zu beurteilen. Also frage ich erst gar nicht, was ihr will. Ich rate euch lediglich, sehr vorsichtig zu sein. Ich hoffe, ihr sprecht nicht schlecht über unseren neuen Lord. Natürlich nicht, und ich danke euch dafür, nichts dergleichen vorzuschlagen. Zorrit ist zu Darth Yadus alten Gemächern auf Drum und Kaas gereist. Sie erwartet euch dort. Aufseher Ende.
Die haben ja Angst vor euch, oder? Ihr kommt, ihr geht. Ihr seid die verdammte Geheimpolizei. Was ist los? Habt ihr eure Lektion gelernt, Aufseher? Ah! Ja, das habe ich, mein Lord. Mir gefällt dieser Name nicht. Ihr solltet wirklich besser auf eure Agenten aufpassen. Wo wir schon davon sprechen. Ziffer 9. Ich plaudere gerade mit eurem Vorgesetzten. Geht es euch gut? Ja, danke, Agent. Ich werde... Ihr sprecht mit mir, nicht mit ihm. Er wäre gar nicht hier, wenn ihr nicht so respektlos wärt. Bei unserer letzten Unterhaltung habt ihr etwas gesagt, das mich... verärgert hat. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich dachte erst daran, euch töten zu lassen. Aber dann fragte ich mich, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Da habe ich mich entschieden, den Aufseher zu bestrafen. Was habt ihr mit ihm vor? Ich weiß nicht. Mir wird schon langweilig. Aufseher, ihr könnt gehen. Die Ziffer und ich haben etwas zu besprechen. Ich danke euch. Und was euch betrifft, Ziffer, schön, dass ihr am Leben seid. Die Situation wird gefährlich. Grüßt die Wächter von mir, wenn ihr ins Hauptquartier zurückstolpert. Das werde ich. So, Vjordjanol. Ist er das? Oder ist das nur eine weitere Leiche für meine Sammlung? Warum Kopfgeldjäger anheuern, wenn ihr mich habt? Macht euch darüber nur keine Sorgen. Ich werde jetzt etwas Zeit mit Janol verbringen. Er wird mir alle Geheimnisse meines Vaters verraten. Erwartet ein Zeichen meines Dankes. Und seid sicher, dass ich euch wieder zu mir rufe, meine Ziffer. Wenn ihr wollt, dass sich jemand um die Terroristen kümmert, solltet ihr mich arbeiten lassen. Also keine Belohnung. Ihr werdet ohne meinen Gefallen weitermachen. Jetzt lasst mich mit meinem neuen Berater allein. Janol und ich brauchen etwas Privatsphäre. Habe ich kürzlich erwähnt, wie sehr es mir gefällt, Ihnen zu dienen? Ich bin ein glücklicher Druide. Übermittle Sicherheitscodes. Hier Wächter 2 für Ziffer 9. Ich bin froh, dass ihr wieder im Dienst seid. Nach der Ausschaltung der Zellen auf Balmora und Nar Shaddaa ist der Rest des Terrornetzwerks aufgescheucht worden. Ich hätte nichts gegen einen Urlaub, wenn ich langsamer machen soll. Dazu gibt es noch keinen Grund, aber ich lasse es den Aufseher wissen. Ich habe euch bereits von der geheimen Waffe des Adlers erzählt, den Vernichtern. Wir wissen immer noch nicht, um was es sich dabei handelt, aber wir konnten diese Nachricht abfangen. Sobald sie einsatzbereit sind, werde ich selbst die Zielcodes eingeben. Erst dann werden die Anweisungen übermittelt. Aber alle Zellen sind dazu aufgefordert, Angriffe auf Sekundärziele vorzubereiten. Sobald die Vernichter jede imperiale Festung ins Chaos gestürzt haben, müsst ihr die Feuer schüren. Ihr werdet euch aus den Ruinen emporheben. Formt die Zerstörung zu einer Botschaft. So werden wir siegen. Das war der Adler persönlich. Es scheint, dass das Attentat auf Darth Yaddos nur der Anfang war. Achtet auf seine Stimme. Er hat keine Ahnung, was wir ihm antun können. Vielleicht habt ihr recht, aber das ist keine Erfolgsgarantie. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Wir haben Hinweise auf zwei neue Terrorzellen, die entscheidend für die Effektivität des Netzwerks sind. Sie sind eure nächsten Ziele. Reist nach Tatooine und Alderaan. Die Reihenfolge überlasse ich euch. Eure Mission wird dort fortgesetzt. Wächter 2, Ende.